Herzlich willkommen hier am Wiener Opernball. Er ist das Ereignis des Jahres für alle Menschen, die ein trauriges Leben haben. Wir würden jetzt nicht gerne ins Fernsehen. Soll nicht zum Nachteil sein. Können wir ins Fernsehen kommen? Ich bin der ORF, ich nehme kein Geld. Ach so, halt dann. Wir sind die Old Bole. Wir haben ihn überschwemmt. Wir sind ein Wahnsinn. Wir sind ihn. Grüß Gott schön. Wie sind denn Sie reich geworden? Durch Heirat, Erbe oder Betrug? Weder noch etwas falsch gemacht. Keins von dreien. Wir sind ein Wahnsinn. Ich hatte vorhin ein bisschen den Eindruck, dass Ihnen die Gesichtszüge entglitten sind. Warum? Ist das Botox weggesprungen oder was? Ja. Ach so. Soll ich was Lustiges machen? Bitte gern, ja. Es ist sehr eng. Haben Sie da nicht Angst, dass jemand an Ihrem Gesicht ankommt und es zerplatzt? Nein, platzt nichts. Noch immer nicht ganz verstanden? Das Schöne am Opernball ist, man hat die Chance, auch einmal als Kulturbanause in die Oper zu kommen. Ne? So kann man es auch sagen. Es ist eine reine Ansichtssache. Herr Sobotka, werden Sie heute das Tanzparkett beehren oder halten Sie so wie mit den Vorwürfen gegen Sie einfach aussitzen? Ich bin noch dabei, zu überreden. Ja. Ich glaube, ich bin leicht überredbar. Teure Heimat, du gehst mir nicht mehr aus dem Sinn, auch wenn ich nicht immer dir so nah bin. Herr Bundespräsident, Sie haben heute hier den Ehrenschutz. Das heißt, Sie müssen alle Leute, die sich nicht benehmen können, persönlich entfernen. Gott sei Dank nicht. Da hätten Sie viel zu tun, nämlich. Allerdings. Teure Heimat, dein Bild ist tief in mir drin. Wie wollen Sie verhindern, dass nächstes Jahr ausschließlich Rechtswalzer getanzt wird am Opernball? Schlimmstenfalls muss ich da Dekret erlassen. Linkswalzer ist angesagt. Bei einem Tanzparkett hätten Sie den Vorteil, könnten Sie einen großen Schritt nach rechts machen, ohne eine politische Debatte auszulösen. Ne? Ja, aber nur dort, ansonsten nicht. Herr Minister, es ist Ihr letztes Mal als Minister auf dem Opernball. Genießen Sie es. Wer sagt das? Das ist das letzte Mal für Sie am Opernball als Staatssekretärin. You'll never know. Aha. Sie glauben, die Grünen werden die Wahl gewinnen? Vielleicht nicht ganz als Erstes, aber wer weiß. You'll never know. Ja. Der letzte Wahl. Wenn nächstes Jahr Andreas Babler Bundeskanzler ist, dann werden ja alle Logen enteignet und den Pöbel übergeben, ne? Das wissen Sie schon. Nein, ich habe meine Loge als Wiener Bürgermeister und da lade ich mir immer gerne Gäste ein. Freistadler, es soll keinen Beitrag geben von mir ohne Ihr bezauberndes Lächeln. Oh, danke. Dann sind Sie so reizend und wieder. Ja, so? Was soll man denn noch sagen? Herr Blümel, das freut mich sehr, dass wir uns wiedersehen. Eine Frage, wollen Sie jemanden in die Kamera grüßen lassen oder dem René Benko eine Zahlungserinnerung aussprechen? Also ich würde gerne den René sagen, dass er von dem, was er sich ehrlich erarbeitet hat, einen ganz einen kleinen Prozentsatz auch wieder zurückgeben könnte, weil das ist echte Solidarität. Ja. Und grüßen möchte meine Mutter. Ja, was soll man denn noch sagen? Priscilla Presley trägt den Mörtel im Gesicht und da hinten steht auch der Herr Baumeister. Mrs. Presley, just one question. What is it? It's, are you lonesome tonight? Not tonight, that's for sure. This is amazing, this is amazing. Yeah. Mir echt kann man fern, mir echt kann man lachen, mir echt kann man tanzen und viel Blödsinn machen. Das war's hier vom Opernball 2024. Wer da heute nicht dabei gewesen ist, der hat einfach einen gemütlichen Abend zu Hause verbracht.